Willkommen zurück zu einer Runde LOL. Ich bin direkt im Match. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mit Ladebildschirm und so aufnehmen und der Auswahl. Aber es hat sich nicht ergeben, weil alles geruckelt hat. Jetzt mal direkt im Match. Komm, Jinx. Jinx. Ach nö. Okay, wir haben einen Jinx-Anfänger, der nicht weiß, dass er seinem Jungler hilft. Ah, Timo schreibt's. Aber das wird nichts. Gut, dann muss ich den Smite verschwenden. Weil dann mache ich natürlich dem Monster auch direkt Schaden, weil er mich angreift. Normalerweise ist es so, dass der ADC und der Supporter mit draufhauen. Und man in der Zeit dann eben... Ich gehe mal hoch. Genau, man wird Level 2, man macht man kriegt weniger Schaden, man kommt besser raus. Machen wir hier erster. Das war dumm. Eins... 2, 3, 4, 5. Den schlagen. Und nochmal einen Heiltrank einwerfen. Ich brauche halt verdammt viele Heiltränke gerade am Anfang. Aber jetzt kann ich mich heilen. Und kann schauen, ob ich noch bisschen was mitkriege. Den hier oben vielleicht. Ah, Kasepaya mit. Da unten haben wir Alistair und Caitlyn. Okay. Kann man mal machen. Brambleneck bitte. Beim Brambleneck bekomme ich nämlich Heilung, wenn ich den smite. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ups. Smite. Bisschen Heilung. Ich Mana? Nein, habe ich nicht. Ich komme da nicht raus. Also ich krieg den nicht put, sagen wir so rum. Ich komme raus natürlich. Ich hätte die anderen Potions kaufen sollen. Die hier. Jetzt hole ich mir die Jungle Potions. Und ich bleibe in der Base stehen, bis ich voll geheilt bin. So. Ich weiß noch nicht, was ich wirklich baue. Das ist mein Problem. Der sagt Attack Speed, Magic Damage on Hit, Devourer. Ne, ich will Warrior. Ich will Warrior. Das ist mir klar, dass ich Warrior will. Das ist ein ganz gutes Item, weil das ist defensiv und offensiv gleichzeitig. Wer war das? Shaco. 4, 5. 2, 3. Ah, zähl falsch, ne? Jetzt nehmen wir den hier mit. Um den Schaden zu erhöhen, heilen uns. Ich habe jetzt den Drang, der sich jedes Mal auffüllt, wenn ich ein großes Monster töte. Was natürlich extrem sehr praktisch ist. Weil ich den jetzt viel öfter einfach verwenden kann. Ich muss mal meinen Schaden erhöhen. Und jetzt meine Heilung. Das war natürlich ein scheiß Timing. Okay, jetzt habe ich den Brambleneck. Kasepaya kann ich jetzt nicht machen. Ich will mir den... Ich gehe mal in die Base nochmal. Um meine Tränke aufzufüllen, mir die ersten... Ich will Warrior Enchantment. Das hier hole ich mir mal. Base Mana Regeneration. Weil mit Mana habe ich ja echt Probleme. Aber da ich jetzt das Item habe, könnte das schon helfen, einfach länger da zu bleiben. Bisher sehe ich noch keine wirklichen Ganks. Da oben vielleicht.
Warum sehe ich? Warum rennen die da unten zu dritt rum? Okay. Ich will jetzt erstmal die Kleinen. Wie oft macht das? Jeder vierte Angriff ist ein Doppelschlag. So, Level up. Schaden erhöhen. Ich habe gerade Vision dazu bekommen. Ich kill mal erst die Kleinen kurz. Der füllt MP auf, wenn ich smite. Das brauche ich nicht. Den Schaden brauche ich auch nicht, also der Schaden, den der Smite verursacht. Und jetzt habe ich den Blue Buff. Zählt er als großes Monster? Ich hoffe, dann füllt es nämlich den Trank auf. Will ich die spezielle Rüstung von dem? Ja. Mache ich mir mal hier den Speed Boost. Das ist halt, als Jungler hat man so ein bisschen eine Insel, in der man sich aufhält. Man läuft einfach rum und holt sich seine Monster-Kills und kümmert sich weniger darum, was wirklich die Gegner machen. Heilt sich zwischendurch mal. Geht dann vielleicht aber auch mal ganken, das mache ich jetzt mal. Nee, Jinx ist nicht da, dann gehe ich das nicht tun. Dann gehe ich mal kurz in den Counter-Jungle, weil ich es kann. Jetzt weiß ich, was der Effekt von denen ist. Der Q ist einfach der stärkste Angriff von Mr. Yi. Master Yi. Ja gut, da bin ich natürlich mit schlechtem Timing reingehüpft. Kann man mal machen. Ich will jetzt noch Level 6 und dann würde ich versuchen, den Drachen zu machen. Ist schon gut, dass ich das hier habe. Komm, jetzt meinte ich mal. Ich glaube, der füllt auch MP auf. Ne, der heilt. Der heilt mich schneller. Das ist schön. Die waren, glaube ich, nicht so effektiv, wirklich zu smiten. Da gab es gar nichts Gescheites. Deswegen greife ich die einfach an. Cassiopeia Level 8, nice. Die ist halt ungestört. Und hier Jinx und Chaco rennen mit 4 und 3 rum. Ich habe aber auch nur 5. Ich komme halt auch nicht so wirklich in die Gänge. Verbrennt er? Reicht das? Hier ist mein nochmal. Und Ult. Die Ult ist verdammt gut, finde ich. Und Chaco tot. Und Jinx tot. Und Teemo tot. Gegen den darf man auch mal eine Ult verwenden, gegen den Drachen. Und alles, was man hat. Auch mehrere Heiltränke. Weil der Drache ist einfach so verdammt wichtig. Gegenheilen. Ja, ein bisschen mehr heilig, als er Schaden macht. Aber ich mache nicht genug.
muss weg. Ich mache nicht genug Schaden. Ich mach dem Drachen nicht genug Schaden. Nice, das habe ich auch noch nicht erlebt. Mit keinem meiner Jungle-Versuche. Also ich kann in der Botlane auch nichts machen, weil... Ja, okay, vielleicht schon. Ich heile mich mal mit einem Trank nochmal. Und Shaco nochmal tot. Ja, super, Vieh doch noch mehr. Jinx wieder tot. Ich muss mal rein. Meine Ult wäre ab. So, ich konnte nicht geslowt werden. Hab dadurch Alistar killen können. Und jetzt bin ich tot von den Minions. Weil ich zu spät reagiert habe. Ja, es ist wie so oft. Also bei LoL hängt viel vom Team ab. Ich weiß, dass ich... Jinx, go bot, please. So, ich weiß, dass ich nicht gut bin als Jungler, weil mir halt auch Masteries und so fehlen, aber wenigstens versuche ich Jungle zu spielen, um das Team zu stärken. Naja. Gleich noch einen Trank einwerfen. Verbrennen die. Reicht das? Jetzt reicht's. Ich sag mal, ich bin on my way. Den Warwick krieg ich. Und den krieg ich. So, zwei Kills. Beziehungsweise ich habe einen Kill und Lux hat einen Kill, das ist natürlich nice. Halt. 1100, die hole ich mir vorher. So, einfach mal ein bisschen Ressourcen rausballern, Heiltrank, Heiltrank und Smite und so, weil geht. Ich meine, gerade die Tränke, die kriege ich ja wieder. Und die MP habe ich jetzt auch immer wieder. So, jetzt kann ich in die Base. Kann ich mir meine Stiefel holen, mit denen ich schnell angreife. Ja, Kate hat Reichweite, Jinx. So, und jetzt will ich hier so ein defensiveres Item. Will ich die Deadman's Plate? Ja, ich will die Deadman's Plate erstmal. Ne, ich will die Hydra. Die Titanic. Die ist immer gut. Surrender, please, I want to go to sleep. So, da schreibe ich jetzt einfach mal zurück, why the fuck are you queuing, weil das muss echt nicht sein. I don't know. Okay, die Jinx hat mit einer Rakete gefeuert, die hat nicht getroffen. Dann will ich den Scuttler nochmal. Dann werde ich mir den Blue Buff holen und den Drachen nochmal versuchen. Mal wieder dann mit allem, was ich habe. Weil dadurch, dass ich jetzt das Warrior Upgrade habe, bin ich jetzt schon ein bisschen besser wiederum.
So viel besser bin ich auch nicht. Ich werfe Heiltränke ein. Und meine Ult. Okay, immer wenn ich meinen Q verwende, landet der Drache und steht dann wieder, fliegt dann wieder hoch, was mich wegstößt. Jetzt bin ich tot. Hm. 750 gehen. Timo, put mushrooms on the lane where the minions are going. Ja, das passt. Das sollte er. Und die Jinx nutzt viel zu viele Raketen. Also ist nicht schlecht, die Raketen zu nutzen, um viel Lanes zu clearen oder viel gleichzeitig zu clearen. Das Problem ist, dass die ja gerade das Falsche trifft. Caitlyn, Caitlyn, nice. Und jetzt bin ich tot. Aber wir haben Caitlyn erwischt. Ich versuche zumindest noch irgendwie ein positives Spiel rauszuholen, indem ich auch mal Leute einfach mal töte. Aber alleine kann man halt nicht alles machen. Ich meine, interessant war, in der Zeit, in der ich auf Caitlyn gegangen bin, war irgendwie kaum Hilfe da. Jetzt kämpfen sie wieder zu zweit mit Fernkämpfern. Okay, ich glaube, ich gehe dann doch lieber woanders lang. Ich gehe mal hier hin. Und warte hier im Busch. So, jetzt habe ich diese Rüstung. Und jetzt ist es so, jedes Mal durch mein Item hier, jedes Mal, wenn ich eine Einheit töte, also irgendwas töte, bekomme ich maximale Lebenspunkte, was natürlich sehr angenehm sein kann. So, hier nutze ich auch die Ult. Es sieht immer ein bisschen nach Verschwendung aus, aber die habe ich eigentlich oft genug verfügbar. Und man sieht hier, was ich an Kills ansammeln kann, wenn es einigermaßen schnell geht. Andersrum, was ich einigermaßen schnell an Kills ansammeln kann. All mit. Wenn ihr meint. Und gleich da. Jetzt habe ich zu früh geklickt. Ich wollte eigentlich basen und dann rauslaufen, aber gut, dann sammle ich hier noch ein bisschen Geld. Um das nächste Teil zu holen. Mit einer Active, die um mich herum Schaden macht. Also wenigstens die Lux weiß, was sie tut. Ich nicht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich weiß, dass ich den Warwick kriege. Krieg ich dich? Ja. Nice. Da hat die Lux gesnipert. Und zwar so richtig schön. Jetzt warten wir kurz auf die Minions und dann gehen wir rein und drauf. So, Ult nochmal ein Level. Dann gehe ich mal hier in den Bot reinrennen. Und
hier in den Bot reinrennen. Und komm nicht mehr raus. Ich wollte flashen. Ich wollte rausflashen. Okay, Defensiv-Item. Das wird das nächste. Hat immer noch die Akte? Ja. Ich wollte gerade fragen, warum steht da ein Minion rum? Aber es ist ja alles klar. Legendary. An ally has been slain. Also da waren jetzt gerade ein paar schöne Szenen dabei. Ja gut, die Lux macht da... Die ist jetzt eigentlich tot. Ne, ist sie nicht. Die kommt da noch weg. Die Jinx ist tot. Die Cassiopeia ist tot. Ich muss da noch eine AP-Damage bauen. Ein Ability-Power-AP-Item. Um meine Heilung ein bisschen zu pushen. Machen wir alles da. Ich wurde kräftig weggenockt. Da wurde ich kräftig weggenockt. All Items. Ability Power. Plus 120. Das ist natürlich schön. Ja, das will ich. Das ist ein Lifesteal-Item und ein Ability-Power-Item. Fand ich, die Lux ist halt gefeedet ohne Ende. Den Galio, hab ihn und weg. Kurz heilen. Und einen der beiden. Kriegen wir noch einen? Ja. Wow, das war nice. Ein Ace hingekriegt. Das war jetzt eine sehr nette Aktion. Assist me. Wir haben jetzt den zweiten Drachen. Damit machen wir jetzt gegen Türme mehr Schaden. Ich glaube, ich base auch mal. Um zwei weitere Items zu kaufen. Es braucht noch 550. Das müsste schnell machbar sein. Indem wir einfach wieder hier eine Welle Gegner töten. Caitlyn? Ne, Cassiopeia. Jetzt krieg ich Caitlyn. Ne, jetzt wurde ich genockt, aber Galio. Danke für den Knock, der war sehr nett für mich. Und ich komme gerade nur schwer weg, verdammt. Danke, der war wieder praktisch. Ah, ich habe ja hier noch ein aktives Item. Welches den Gegner nochmal langsamer macht.
So, jetzt muss ich mir mal hier kurz im Jungle ein bisschen Heilung holen. Dann kill ich hier ein paar Gegner. Jetzt verfolge ich Kate. Und bin tot. Es war recht klar, dass es passiert. Ich mache Lifestyle-Item eigentlich nicht. Eigentlich will ich nicht ein bisschen schaden. Don't fight. Mhm. Ja. Der Timo sollte nicht allein, das stimmt schon. Just Mushrooms. Movement Speed und Attack Speed. Attack Damage Magic Resist. Das ist ein Defensiv-Offensiv-Item, eine Kombination, die gefällt mir. Executed. Sieht's denn aus? Wir sind eigentlich schon soweit ein bisschen weiter vorne. Das muss eigentlich möglich sein. So, den Warwick müssten wir eigentlich kriegen. Komme ich noch ran? Nicht vorm Turm, schade. Dann gehen wir mal hier einen Buff holen. Um unsere Auto-Attacks und Angriffe Feuerschaden zu geben. Au, der Knock war nice. Aber jetzt ist es schön, meine Ult ist ab. Damit kann ich nicht mehr geslowt werden. Ah, ich habe ihn nicht tot gekriegt. Schade eigentlich. Und jetzt gehe ich mal gegen den Turm los. Ah, hab ihn. Das war jetzt auch ein bisschen Kamikaze-artig, aber ich habe sowohl den Turm als auch den Alistar gekriegt. Und damit war es das wert. Ich habe geflasht, scheiße, ich habe geflasht. Ah, ich habe den Gegner gekillt. Hallo Warwick. Ich glaube, ich muss raus. Der lässt sich auch nicht ablenken von meinen Minions. Nipp, der ist. Der ist ein bisschen schneller auch. Da kann ich ihn slowen. Aber zu kurz. Okay, jetzt renne ich. Mit meiner Ult fliehe ich. Wow, das war extrem knapp, aber überlebt. Ich fange mal mit dem defensiven Teil an. Im defensiven Teil dieses Items. Autsch, das hat den schnell auseinandergenommen, logischerweise. Alleine gegen 4 will man nicht kämpfen. Ach, ich habe gar keinen Smite. Dann setze ich da einen Ward. Hol mir Blue. Ha!
Hol mir den Rift Scuttler und versuch den Drachen. Also das, so langsam wird es ein bisschen übertrieben dann von meiner Schnelligkeit und von meinem Schaden. Das geht. Und Base. Ne, ah doch, das reicht, wenn ich ein Camp noch mache. Nämlich den hier. Ich kann meine Heiltränke auch so langsam verkaufen, glaube ich. Ich glaube, ich verkaufe jetzt meine Heiltränke. Damit ich noch ein weiteres defensives Item hier bauen kann. Und mache einen Split-Push, weil eine Mega-Wave hier kommt. Und davon kann man auch als Jungler mal profitieren. Nice, Jinx. Sieht's denn aus? Also die Gegner haben noch mehr Kills, aber wir sind gerade ein bisschen am Hochkommen wieder. Einmal rein. Einmal verlangsamen. Einmal Schaden um mich rum machen. Und einmal mit der Ult hinterher rennen und drauf prügeln. Komm. Hab ihn. Caitlyn. Will auch noch was. So, in die Falle laufe ich natürlich nicht rein. Und Wave Clear. Nice looks. Holt einen Ace raus. So, den Turm kriegen wir schnell tot. Wir, sowohl Jinx als auch ich greifen schnell an. Aber da ist die Jinx tot. Jetzt muss ich raus. Laufen wir da lang. Hier ein Ward. Und gehen mal hier runter, weil hier ist kein Tower mehr. Dann kann man doch mal versuchen, hier den Inhibitor zu killen. Bevor die Gegner vielleicht wieder ums Eck kommen, weil sie ja eigentlich gerade in die Mitte pushen. Und damit kommen jetzt ja Super Minions und das ist immer schön. Und jetzt kill ich mal schnell Caitlyn in der Base. Wollte ich sagen, aber ich hätte meine Items verwenden sollen dafür. Zwei Sacks eigentlich. Gerade noch rausgekommen, bevor der Auto-Attack getroffen hat. Der war knapp. Also jetzt sieht das Match eigentlich gut für uns aus. Jetzt haben wir zwei Waves mit, also zwei Minion-Waves mit Super-Minions. Was immer eine ganz starke Sache ist. Nice, das war Teemo's Kill. Womit ich ja kein Problem habe. So, weggeflasht. Anger gives motivation without purpose. Your team has destroyed a turret. Okay, und wir machen gerade die dritte Reihe auch noch. Also ja, das, was ich da dem Teemo gerade geschrieben habe, ist meine Einstellung zu LOL. Wir spielen im Team.
Wir spielen ja zusammen. Wir spielen ja alle. Wir wollen ja das Gegnerteam besiegen. Und deswegen will man ja eigentlich einfach immer killen und einfach immer Erfolg haben. Und es war ein bisschen zu lang gewartet. Okay. Das hat sich jetzt noch... Das hat sich rentiert, würde ich sagen. Weil jetzt habe ich auch noch einen schönen Speedboost, während ich nur laufe. Und mein erster Schlag macht mehr Schaden, was angenehm sein kann. Okay. Die Jinx muss dran denken, sie ist eigentlich ein ADC. Die will ja nicht in die Gegner reinlaufen. Nicht allein. So, Alistar verlangsamen, Alistar Schaden machen, Alistar killen. Gallo gekillt. Caitlyn noch nicht, weil sie im Tower stand. Dann machen wir mal schon wieder den Tower. Jetzt mache ich Kate. Oder versuch's zumindest. Okay, ich glaube, ich muss schon. Ja, ich kam nicht mehr weg. Aber ich würde sagen, mit 15, 8, 13 habe ich dann am Ende eine ganz gute Bilanz rausgeholt. Unsere Minions pushen jetzt recht schnell durch. Der Timo ist auch dabei. Das ist jetzt unser Match. Und ich werde noch den... Obwohl, den vierten Dragon brauchen wir gerade gar nicht. Der fünfte wäre jetzt nice, aber den vierten brauchen wir gar nicht. Weil der vierte bringt ja nur Verteidigung gegen Türme. Aber man hat ja... Wir haben ja gar keine Türme mehr. Ich würde meine Heilung machen. Ach ja. Ist so schade, wenn man im Final Push nicht dabei ist, weil man gerade tot ist. Ah, Timo wurde getötet. Lux macht's richtig. Lux steht am Eingang rum und wartet erstmal, weil Lux kann snipern und Lux ist ein bisschen squishy. Was hat eigentlich die Jinx an Items? Infinity Edge, Fire Cannon, Greaves. Jetzt kommt noch ein Bloodthirster. Ja. Und wo ist die Fire Cannon hin? Okay, der Inhibitor ist wieder da. Dann gehe ich doch da glatt mal hin. Ah, das ist erst der Bot und dann der Mid natürlich, weil die habe ich ja parallel gepusht. Ich will einfach den Status Quo offen halten. Und jetzt mache ich... Ich wollte sagen, jetzt mache ich Schluss, aber da habe ich nicht genug Schaden machen können. Let's group and finish this. Die Jinx versucht einen Snipe, aber da haben die Gegner zu wenig Schaden, um wirklich effektiv zu sein. Der Timo schreibt okay und macht den Drachen. Was hat denn der Timo für Items? Ability Power und Verteidigung. Ja, es geht sogar, der weiß ungefähr, was er baut. Jinx. Wo ist die Rapid Fire Cannon hin? Ein eigentlich ganz gutes Item. Hat sie wieder verkauft. Überlebt er das? Ja, überlebt. Er hat den Trank benutzt. Und die Jinx läuft natürlich erstmal wieder alleine rein. Die ist viel zu weit vorne. Und jetzt versucht sie mit Gatschingst den Vorteil zu nutzen. Aber
konnten den Inhibitor nicht mehr killen. Okay, jetzt haben sie. Und ich gehe mal direkt auf den Warwick. Okay, jetzt muss ich wieder raus. Flash! Ich wollte weg. Ich wollte wegflashen. Ich habe auf F rumgehämmert. Ja, die Endphase ist jetzt schlecht irgendwie für mich, weil ich gerade irgendwie zu sehr reinrenne. Und weil die Jinx, die ist wirklich viel zu sehr all in. Warum wirft die Jumper vor sich? Ja, okay. Kann man machen, wenn man es schafft durchzurennen. Aber das sollte die Voraussetzung sein. Komm, Shaco. Warum greifen die nicht? Ja, okay, jetzt greifen sie Classic Fire an und jetzt sind natürlich wieder alle Gegner da. Okay, das war's tatsächlich. Unsere Minions haben es fertig gemacht. Okay, Spiel gewonnen. Nach langer Zeit. Das war jetzt ein langes Match. Aber dafür, wie es angefangen hat, war es dann doch recht gut. Wupp, Statistik. Ich fand die Lux war gut. Die kriegt von mir einen Daumen hoch. Upsala, hier. Damage dealt to Champions, zweitbester. Damage dealt insgesamt, zweitbester. Gold earned, zweitbester. Ja, die Lux hat einfach abgeräumt, aber es war ein ganz gutes Spiel. Und ja, fast Level 11 erreicht. Das mache ich vielleicht noch. Aber jetzt beenden wir erstmal den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.